hat sich Michael Jackson mit den falschen Leuten angelegt. Oh shit, Alter. My uncle didn't die. He was murdered. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt: Hat sich Michael Jackson mit den falschen Leuten angelegt? Michael Jackson Doku. Von Flex Doku. Da gehen wir jetzt rein. Ich hab Bock drauf auf jeden Fall. Liebe geht raus, wie gesagt, an die ganze Community. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentärchen. Kommt mal mit auf Twitch vorbei. Unten in der Beschreibung verlinkt. Ich küsse euer Herz und ich würde sagen, es geht los. Peter in den Man, Alter. Und los. Wildes Thema, Digga, bin ich gespannt. Michael Jackson hat auf jeden Fall Prägung dagelassen, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Also meine Mutter hat damals Michael Jackson auch Platten gehabt und wir haben als kleine Bengel zu Michael Jackson im Wohnzimmer rumgetanzt, wie Verrückte. Also Michael Jackson hat auf jeden Fall Prägung dagelassen. Und ja, Mann, rest in peace. Ich würde sagen, wir gehen rein. Los geht's. Yo Leute, was geht? Hoffe alles okay bei euch. Heute gehen wir auf Michael Jackson ein. Da er fast ein halbes Jahrhundert in der Musikindustrie tätig war, ist es schwer, sein ganzes Leben in so ein kleines Video zu machen. Wenn also ein paar Sachen fehlen, wisst ihr warum. Auf jeden Fall gehen wir heute auf die Geschichten ein, die um seinen Tod gehen. Wie viele Promis, die auf einmal sterben, hat auch er vor seinem Tod ein paar komische Sachen gesagt. Auch gehen wir auf das Gerücht ein, dass miese Recherche, Freunde. Der Partner Sony Music Publishing, mit der er 1995 Sony ATV gegründet hat, für seinen Tod verantwortlich sein soll. Denn er hat die Hälfte der gemeinsamen Firma Sony ATV besessen. Um genau zu sein, die Hälfte vom Beck-Katalog. Beck-Katalog ist ein Begriff der Musikwirtschaft und bezeichnet, ähnlich wie im Buch- und Verlagswesen, die Gesamtheit derjenigen Musiktitel einer Plattenfirma. Also die Rechte an den Songs. Da ist das Money drin, meine lieben Freunde. Ja. Das ist das, wo die auch, wo einige Künstler gerade am Anfang ihrer Karriere heftig über den Tisch gezogen werden, weil die halt unbedingt einfach einen Deal haben wollen und dann einfach auch schlechte Verträge bekommen, sich nicht wirklich auskennen und dann die Rechte auf ihre Musik eigentlich komplett abgeben, so weißt du? Das ist eine wilde Sache. Es geht um weltbekannte Titel und unglaubliche Summen, die jedes Jahr nur durch Rechte ausgezahlt wurden. Ist so, bis heute. Bis heute, meine lieben Freunde. Die Agentur Reuters verglich das mal mit einer Lizenz zum Gelddrucken. Michael Jackson soll allein durch seinen Katalog... Der sieht halt schon... Es war für mich immer so ein bisschen weird auf jeden Fall. So, dass der Cousin sich weiß gemacht hat quasi und sich so extrem verändert und umoperieren lassen hat. So, weißt du? Und da würde mich mal wirklich interessieren, was die ehrlichen Hintergründe davon sind. So, weil es gibt Leute, die sagen, der hat eine heftige Pigmentstörung gehabt und hat sich dann einfach angepasst, sage ich mal so. Was ich mir aber auch unter Umständen vorstellen kann, ist, dass er wusste, dass er als weißer Artist besser funktioniert als schwarzer Artist so. Und das eventuell auch Hintergründe, also Gründe, die Gründe dafür gewesen sein könnten, warum er das getan hat, so, sich in die weiße Richtung verändert hat quasi. Das ist eine Sache, so, da würde ich gerne mal eigentlich ein Video zu reinziehen, so. Was das so auf sich hat, weißt du? Circa 45 Millionen Dollar jedes Jahr gemacht haben. Andere Quellen sagen bis zu 125 Millionen Dollar. Letztendlich ist er oft in die Öffentlichkeit getreten und hat sein Label bloßgestellt. Sein Vater und seine Schwester behaupten, dass eine Person aus seinem Namen umfällt, was mit seinem Tod zu tun gehabt hat. Und es soll nicht der Arzt gewesen sein. Vor seinem Tod hat er ein paar Aufwendungen. Was auch viele gesagt haben, ne? Arzttechnisch so. Dass der Cousin auf jeden Fall verantwortlich war. Sachen gesagt. Und behauptet, dass Leute ihn aus dem Weg räumen wollen. Heute gehen wir näher auf diese Geschichte ein. Aber er war als Schwarzer doch schon krass erfolgreich. Ja. Einige sind als Schwarze krass erfolgreich, aber diesen Next-Level-Erfolg kann sein. Ich weiß es ja nicht. Das sind ja nur Theorien, die ich hier aufstelle. So. Und es ist halt einfach einfacher, ja, das ist leider schon oft bewiesen worden. Elvis Presley etc. pp. Das sind alles oft Künstler, die eigentlich mehr oder weniger schwarze Leute kopiert haben und dann einen viel größeren Erfolg hatten als die, weil die halt eine andere Hautfarbe haben, so. Das ist jetzt, ja, hört sich ein bisschen wild an, aber es ist halt Facts. So. Mit einer dunklen Hautfarbe hast du es leider auf vielen Ebenen immer ein bisschen schwieriger, was natürlich auch keine Ausrede dafür ist, trotzdem was Krasses aus sich zu machen, weil ich bin kein Fan von dieser Opfermentalität. Ich glaube, wenn du Gas gibst und wenn du versuchst, das Beste aus dir zu machen und jeden Tag einfach eine bessere Version zu werden, also wenn du gut bist, wirst du immer dann auch Erfolg haben, weißt du? Wenn du kein Video mehr verpassen willst, abonniere und aktiviere die Glocke. Danke im Voraus. I think what Michael was more about, it was power, because he was super smart. Overnight. Digga, ich finde die Musik im Hintergrund irgendwie wack.
Flex. Das ist ein älteres Video, ne? Ich finde, diese Musik im Hintergrund passt gar nicht teilweise. Über Nacht haben sie angefangen, mich ein Freak zu nennen. Sie nannten mich einen Homosexuellen. Sie nannten mich einen I can't comment on it. There's a lot of conspiracy. Micah knew something was going to happen to him before it happened. But he told his mother, said, they are going to kill me for my publishing. When I found out he had actually passed, I said, no, it wasn't an accident. He was murdered. It's crazy. Get out there straight for everybody listening. My uncle didn't die. He was murdered. I feel the same thing about Prince. Was denkt ihr, meine lieben Freunde? Mal eine kurze Umfrage in den Chat rein. Glaubt ihr, Michael Jackson ist gestorben? 1 oder glaubt ihr, er wurde ermordet? 2. Das würde mich jetzt mal interessieren. Rein da. Conrad Murray is simply the fall guy. Michael Joseph Jackson ist am 29. April 1958 geboren und war ein US-amerikanischer Sänger, Songwriter, Tänzer und Philanthrop. In seiner Karriere machten ihn seine Beiträge zu Musik, Tanz und Mode zusammen mit seinem veröffentlichten Privatleben zu einer der bekanntesten Personen der Welt. Heftiger Typ, ich schwör's dir, Mann. Smooth Criminal habe ich mir damals Musikvideo, Alter, 1000 Mal hintereinander reingezogen. Der Typ war so krass, ich schwör's dir. So musikalisch gesehen, boah. Als 8. Kind der Familie Jackson gab Michael 1964 sein professionelles Debüt mit seinen älteren Brüdern Jackie, Tito, Jermaine und Marlon als Mitglied der Jackson 5, später bekannt als die Jacksons. Er begann seine Solokarriere 1971 bei Motown Records. Mit seinem Album Off The Wall, das 1979 released wurde, wurde er zum Solostar. Das Album verkaufte sich mehr als 20 Millionen Mal. Seine Musikvideos, darunter die für Beat It, Billie Jean und Thriller von seinem Album Thriller von 1982, legten eine neue Messlatte für Musikvideos. Thriller wurde zum meistverkauften Album. Guck mal, wie der da aussieht. Guck mal, wie gut der aussah damals, weißt du, wie ich meine? Der sah halt mit dieser Veränderung halt, der sah mit der Zeit halt immer kranker aus, so, weißt du, wie ich meine? So, guck mal, wie fresh der Nigga hier ist, so. Videos, darunter die für Beat It, Billie auch Nase, Mase und so, weißt du, wie ich meine? Vibe. Jean und Thriller von seinem Album Thriller von 1982 legten eine neue Messlatte für Musikvideos. Thriller. Guck mal hier. Weißt du, was ich meine, Digga? Das ist schon. Wurde zum meistverkauften Album aller Zeiten. Mit über 66 Millionen verkauften Einheiten. Bad wurde das erste Album, das 5 US Billboard Top 100 Nummer 1 Singles produzierte. Crazy. Und über 35 Millionen Mal verkauft wurde. Ab den späten 1980er Jahren wurde Jackson aufgrund seines sich verändernden Aussehens, guck mal, wie sich das jetzt ändert, seiner Beziehung, seines Verhaltens und seines Lebensstils zu einer Figur der Kontroversen und Spekulation. 1993 wurde er beschuldigt, das Kind eines Freundes der Familie zu haben. Das ist jetzt ekelhaft. Die Klage wurde außergerichtlich beigelegt. Familie und Freunde behaupten, dass diese Anschuldigungen angefangen haben, in den News zu laufen, als er anfing, große Erfolge zu feiern. Und sich weigert. Digga, die Hintergrundmusik nervt mich, Alter. Nervt es euch auch? Ich finde, die Hintergrundmusik passt gar nicht, Digi. Sorry. Ruff. Das macht es alles gerade ein bisschen kaputt, so. Das nimmt ein bisschen den Vibe raus, oder? Bin ich der Einzige, der so penibel ist? Seinen Katalog an Sony zu verkaufen. Das ist so Vlog-Musik, Bruder. Vlog-Musik für Ding. Für so YouTuber, die gerade anfangen. Zum Beispiel wurde Ake mal bei Vlad TV auf das Thema Michael Jackson angesprochen. Er sagt genau das. Die Gerüchte haben angefangen, als er anfing, große Erfolge zu feiern. Und seinen Katalog nicht mehr an Sony verkaufen wollte. You know, the pedophile and the gay stuff that came. And I think all that was propaganda because Mike was doing such big things in the publishing world. The music side, he was buying out a lot of Akon, auch krasser Typ. Real estate, a lot of stuff, and he wouldn't sell it back or wouldn't offer no options for it to be sold. I think what Michael was more about, it was power, because he was super smart and understand. And at some point, you know, they're gonna want to have the option to buy it back or control it to an extent. Mike just wouldn't allow it. And I think at that moment, that's when a lot of the propaganda and all this whisper. Das kennen wir ja schon, meine lieben Freunde, ja. Also, dass Leute, die zu viel Macht auf einmal haben und ihr eigenes Ding machen und nicht mehr richtig kontrollierbar sind, dann auf eine gewisse Art und Weise dann eine Schmutzkampagne veranstaltet wird und wenn das nicht funktioniert, die teilweise in den Knast reinkommen oder dann auch mal teilweise auch aus dem Weg geräumt wurden, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Das wäre nichts Neues. Michael Jackson war ein schlauer Businessmann. 1984 kaufte Michael Jackson den ATV Musikkatalog. Das machte ihn zu einer der mächtigsten Personen in der Musikverlagsszene. Krass.
Paul McCartney. Krass, der hat den ganzen Katalog auch von anderen Künstlern. McCartney hat mal von den Zeiten, als er mit Michael zusammengearbeitet hat, gesprochen und sagt, er hat ihm damals geraten, wenn er das richtige Geld machen will, soll er sich Musikrechte sichern. Michael sagte ihm, er wird sich die Rechte seiner Songs sichern. Er dachte, er macht nur Scherze. Doch kurze Zeit später nahm Jackson seinen geschäftlichen Rat ernst und schnappte sich 1985 nicht irgendwelche Musikrechte, sondern den ganzen ATV Music Katalog für 47,5 Millionen Dollar. Crazy. 1985 bot Sony Jackson 110 Millionen Dollar für eine 50%ige Beanteiligung an einem kombinierten Joint Venture von ATV und Sony Music Publishing an. Nach viel Hin und Her über den Verkaufspreis machten sie letztendlich einen Deal. Jackson hatte im Wesentlichen die Hälfte des Eigentums an den Songs der Beatles und anderer für einen großen Gewinn verkauft. Jacksons eigene Lieder, die im My Jack-Katalog zusammengefasst sind, wurden nicht im Deal aufgenommen. Das neue Unternehmen hieß Sony ATV Music Publishing und wurde zum zweitgrößten Musikverlag der Welt. Der Songkatalog enthält fast alle Titel, die die Beatles bis zu ihrer Trennung in 1970 aufgenommen haben, sowie auch Millionen Hits anderer. Von Allstars wie Elvis Presley, Bob Dylan und Neil Diamond bis hin zu jüngeren Namen wie Eminem, Akon und Taylor Swift. Das Label besitzt die Rechte an den Texten und Kompositionen eines Songs. Jedes Mal, wenn ein Lied aufgeführt, im Fernseher oder Radio gespielt, in einem Werbespot verwendet und so weiter wird, kassiert der Verlag Tantiemen. Das ist Big Money. Die Verträge variieren, aber traditionell wird das Geld 50-50 mit dem Songwriter geteilt. Michael Jackson soll alleine durch seinen Katalog ca. 45 Millionen Dollar jedes Jahr gemacht haben. Andere Quellen sagen bis zu 125 Millionen Dollar. Michael musste in sein... Ganz gemütlich, Alter. Einfach passives Einkommen von 125 Millionen im Jahr auf entspannt. Zeit viele Anschuldigungen einstecken. Doch in... Beste Musikvideo gerade hier. 2000er Jahren hat es ihm gereicht. Juli 2001 war in Harlem, New York und hat eine Rede gehalten. Er hat was Ähnliches wie Akon behauptet. Er sagt, seitdem er sein Album Thriller gebracht hat und es zum meistverkauften Album aller Zeiten wurde, haben sie angefangen, diese Sachen zu erzählen. Digga, das ist halt krass. Solche Reden und so gibt's von vielen Leuten, die dann im Nachhinein dann halt auf einmal verschwunden sind, weißt du? Es gibt bei diesen ganzen Leuten immer so diesen Moment, wo die auf einmal anfangen, über die Industrie zu reden. Bei DMX damals auch. So. Der hat dann nach seinen Konzerten einfach Industry, der hat ja auch so Poetries rausgehauen über die Industrie und so. Und dann kommen die in den Knast, dann sterben die und so, weißt du, wie ich meine? Es hat meistens so einen Auslöser in die Richtung. Wird ebenfalls das Lügen verbreitet werden. Really tired of the manipulation. I'm tired of how the press is manipulating everything that's been happening in this situation. They do not tell the truth. They're liars. They manipulate our history books. Oh shit, Alter. They manipulate our history books, bro. Die Geschichtsbücher sind nicht wahr. Dicker, da sind wir doch. Weißt du, wie ich meine? Da sind wir. Kevin fragt, hast du deine Musikrechte? Ja, ja, klar, hundertprozentig. The history books are not true. It's a lie. It became the all-time best-selling albums in history and the Guinness Book of World Records overnight. They call me a freak. Ja, Digga, einer der mächtigsten Menschen der Welt, den so viele Menschen zuhören, Digga, der stellt sich hin und sagt, dass die Menschheitsgeschichte und die Geschichte falsch ist, so. Bro, das ist ganz klar, dass der bekämpft werden muss. Also das ist für mich klar wie Kloßbrühe, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. So. They call me a homosexual. They call me a child molester. They said I tried to bleach my skin. They make everything to turn the public against me. This is all complete. Oh shit, Alter, und dann nimmt er das Wort Conspiracy noch in den Mund. Krass, ich kannte diese Rede gar nicht, bruv. Guck mal. Gehen wir mal auf das Gerücht ein, dass die Presse Lügen über ihn verbreitet. Alus in den Chat, meine lieben Freunde. Wir sind da, der war einer von uns. Was ich vor der nächsten Information erwähnen muss, ist, dass ich nicht weiß, wie die Daten, die ich euch jetzt zeige, in den Jahren ausgeschaut haben, in denen die Gerüchte um Michael Jackson angefangen haben. Aber sind auch so sehr interessante Informationen. Wenn man sich mal die Top-Investoren bei Sony und Newsportalen wie Fox und News Corp anschaut, fällt einem auf, dass eine Firma, die unter... Vanguard. Ah, da schließt sich doch der Kreis, meine lieben Freunde. Den Top 10 Shareholdern bei Fox und... BlackRock, Vanguard auf jeden Fall mit involviert. ...andere Newsportalen. Auch gleichzeitig unter den Top 10 Investoren mit verschiedenen Fonds bei Sony ist. Also klingt es dann auch nicht mehr so weit hergeholt, dass jemand vielleicht Lügen über ihn verbreitet hat. Vielleicht wollte ein großer Investor nicht, dass sein Investment übernommen oder in Gefahr gebracht wird. Aber das sind alles nur Vermutungen und nichts ist bewiesen. Im Jahr 2002 hat er nochmal eine Rede gehalten, diesmal in London.
Er teilte mit, dass für ihn so aussieht, als ob die Künstler von Sammy Davis Jr. bis James Brown alle von Unternehmen, also von Labels, ausgenommen werden. Er sagte, dass er für Sony mehrere Milliarden Dollar eingespielt hat. Sie haben gedacht, dass er nur ein dummer Sänger ist, der nichts von Geschäften versteht. Doch er hat im Hintergrund angefangen, Rechte zu kaufen und will nun Sony mit der Hälfte von Sony verlassen. So I'm leaving Sony a Agent. Boah, Digga, Gänsehaut gerade, Digga. Das ist halt. Also mit der Rede von vorher und mit dieser Aktion hier, da hat einer hat im Chat gesagt gerade, hat er sich quasi eine Zielscheibe auf die Stirn gemalt. Owning half of Sony. At Sony, I've generated several billion dollars for Sony. Several billion. And they really thought that my mind is always on music and dancing and and it usually is, but they never thought that this performer myself would outthink them. Da hat er auch bekannt gegeben, dass er nur noch für ein Album bei Sony verpflichtet ist. Es ist nur ein Boxset. Er gibt ihnen irgendwelche alten Songs und die Sache ist vom Tisch. Auch hat es so ausgesehen, als ob er ein bisschen Paranoia vor seinem Label hat. Er sagte, dass sie angepisst sind, dass er die Hälfte von den ganzen Rechten besitzt und betitelt den ehemaligen Labelchef Tommy Mottola als Teufel. I own half of Sony's publishing and I'm leaving them and they're very angry at me because of it, but I just did good business, you know. And Tommy Mottola is a devil. Bei einem weiteren Treffen. Das ist wild, Digga. Diese Ausschnitte kannte ich nicht. Ist sehr, sehr interessant gerade. Ist er nochmal auf Sony eingegangen. Er warf Sony vor, für sein Album Invincible nicht genügend Werbung gemacht zu haben. Er glaubt, Sony wollte ihn auf diese Weise um seinen Anteil an der gemeinsamen Firma Sony ATV bringen. Die 30 Millionen Dollar, die Sony in die Produktion vom Album gesteckt hat, wollte die Firma jetzt als Druckmittel verwenden. Verschärft wurde die Lage noch durch Äußerungen, in denen der Ex-Sony-Boss Tommy Mottola wieder persönlich angriff. Coming off our seats to stand up for justice in the music industry. Sony, Tommy Mottola. Tommy Mottola is the president of the record division. He is a mean, he's a racist, and he's very, very, very devilish. In einem Radiointerview, das er 2005 gegeben hat, hat er nochmal erwähnt, dass er glaubt, dass eine Führung gegen ihn abgeht. Er sagt, dass der Katalog ein Haufen Geld wert ist und dass es im Hintergrund gerade einen Kampf um die Rechte gibt. Huge catalog is very valuable. It's worth a lot of money, and there is a big fight going on right now as we speak about that. Now I can't say whether or not. I can't comment on it. There's a lot of conspiracy. Am 25. Juni 2009 wurde Jackson im UCLA Medical Center in Los Angeles für tot erklärt. Er wurde 50 Jahre alt. Die Todesursache war ein. Das kann kein Zufall gewesen sein. Der stirbt doch nicht einfach mit 50, Bro. Akute Vergiftung durch das Narkosemittel Propofol. Eine akute Vergiftung, ja? Der Gerichtsmediziner bezeichnet. Und dann haben die einfach den Arzt als Sündenbock genommen, so hier komm. Den Tod von Michael Jackson in einer offiziellen Stellungnahme als Tötungsdelikt. Laut der US-amerikanischen Tageszeitung Los Angeles Times habe Jacksons Leibarzt Conrad Murray dem unter Schlaflosigkeit leidenden Künstler über viele Wochen hinweg das Narkosemittel verabreicht. Der Doktor wurde wegen fahrlässiger Tötung zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt. Er ist aber schon nach 2 Jahren rausgekommen. Digga, ist high-up, Bro. Nach Michaels Tod ist ein Telefonat von ihm aufgetaucht. Ob diese Audio echt ist? Nach 2 Wochen einfach, nach 2 Jahren einfach freigelassen, Digga. Michael Jackson getötet, Digi. Angeblich. So. Es war einfach nur ein Sündenbock, die haben dem gesagt, Bro, guck mal, Cousin. Hier, 500.000 auf dein Konto auf entspannt. Fährst du 2 Jahre für uns ein, kommst raus, hast Geld. Shut the fuck up und alles ist gut. Ist nicht bekannt. In dem Telefonat ist zu hören, dass er verängstigt ist und glaubt, dass bestimmte Personen hinter ihm her sind und ihn loswerden wollen. Die Audio wurde angeblich von einem Mitarbeiter der Behörden veröffentlicht. Und zwar Roger Connors. Ja, man kann nicht verifizieren richtig, ne? Aber es ist die Regierung. Es ist mehr als die Regierung. Aber ich weiß nicht. Ist mir egal.
der kann mich nehmen. Ich kümmere mich nicht einmal mehr um mein Leben. Ich möchte nur, dass es meinen Kindern gut geht. Meine Engel. Ich möchte, dass sie sicher sind. Juni 2011 gab seine Schwester LaToya ein Interview, wo sie von ähnlichen Gesprächen mit Michael Jackson erzählt hat. Sie sagt, dass er ihr mal gesagt hat, dass sie seinen Katalog wollen und ihn sogar dafür umbringen würden. Not to mention the fact that Michael constantly told me, LaToya, they're gonna murder me, they're gonna kill me. Was habt ihr mit euren Nasen gemacht, Cousins, Mädels, Jungs? Das ist doch nicht sexy. So. Die sahen viel schöner aus, die Nasen vorher. Sorry, hat jetzt nichts damit zu tun, aber... See that, Barbara. And that's when Michael passed. When I found out he had actually passed, I said, no, it wasn't an accident. He was murdered. Der Sohn von Jackie Jackson, der Bruder von Michael, also sein Neffe, erzählt auch was Ähnliches. Er sagt, er ist sich sicher, dass es nicht so war wie beschrieben. Auch spricht er eine Sache an, die nach seinem Tod erzählt wurde. Und zwar, dass er pleite gewesen wäre. Er sagt, das hätte niemand sein können. Er hätte nur ein paar Songs von seinem Katalog verkaufen müssen und hätte davon 100 Millionen Dollar gemacht. Mit seinem Katalog wäre es eigentlich gar nicht möglich, pleite zu gehen. I'm gonna say it out there straight for everybody listening. Safe nicht, Mann. Bis heute fährt der Cousin noch Streams ein und verkauft wahrscheinlich sogar noch Platten und CDs und so. Dass Michael Jackson jemals dann nochmal arm geworden ist, ist eigentlich sehr ist unglaubwürdig. My uncle didn't die. He was murdered. I feel the same thing about Prince. Right. Notice that when my uncle dies, why do you hear all his music? Why is there a Motown cartoon out now? Mm-hmm. A, B, C, easiest. Okay, well, obviously, when my uncle was alive, he wasn't giving the rights to anybody. Ja, die haben auch heftig dann Geld gemacht mit seinem Tod, ne? Auch seine Eltern, glaube ich sogar. But when he dies, all of a sudden, oh my goodness. Eine weitere Person ist sein Vater, der ebenfalls das Gleiche behauptet. Er teilt auch mit, dass man... Beziehungsweise dann halt die Labels. ...vor seinem Tod viele merkwürdige Sachen gesagt hat. Und er ebenfalls glaubt, dass es wegen den Rechten ist. Auch sagt er, dass der Doktor nur der Sündenbock war und eigentlich ganz andere Leute dahinter stecken. Michael knew something was going to happen to him before it happened. Because he told his mother, said, they are going to kill me for my publishing. Let's go back with the doctor. The doctor was carrying out orders from somebody else. Yeah, safe. I blame the doctor, but I don't blame him just by himself. Seine Schwester LaToya hat immer wieder darüber gesprochen und immer wieder das Gleiche erwähnt. Sie sagt, zuerst hat sie ihm nicht richtig geglaubt. Sie hat sich gedacht, wer würde Michael Jackson umbringen wollen. Aber Michael sagt ihr immer wieder, LaToya, du verstehst nicht. Es geht um die Rechte. Sie behauptet ebenfalls, dass der Doktor nur der Sündenbock war und eigentlich ganz andere Leute dahinter stecken. Conrad Murray is simply the fall guy. This was definitely something. Macht aber auch Sinn. Also wenn du jetzt, sag ich mal, jetzt einfach als mächtiger Mensch auf der Welt jemanden aus dem Weg räumen willst, dann machst du das ja nicht selber. Ist ja klar, oder? Das ist ja jedem von uns bewusst so. Jeder mächtige Mensch, egal in welchem Bereich, wenn er jemanden umlegen will, der macht das nicht selber. Selbst ein Kartellanführer zum Beispiel, jetzt mal dummes Beispiel, aber wenn der jemanden umlegen will, dann macht er das nicht selber. So, weißt du, wie ich meine? That was premeditated, that they had planned to do, and they planned to take my brother out, and my brother knew it, and that's why he told me repeatedly and repeatedly and repeatedly that this was going to happen. Ja, Mercedes, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Naja, man muss auch bei den Jacksons vorsichtig sein. Sie verschleiern auch ziemlich viel. Ja, die sind schon auch eine dubiose Familie, auch gerade der Vater und so. Die geben mir auch schon so manchmal komische Vibes. Deswegen, es ist halt immer schwierig, da wirklich durchzusteigen. So. Aber so wie sich das für mich anhört, war halt der Michael nicht so einfach kontrollierbar, so, weißt du? Egal von welcher Seite. Und der war ein heftiger Freigeist, der sich nicht so leicht einfach beeinflussen lassen hat und nicht einfach die Dinge durchgezogen hat, die sie von ihm wollten, so. Und das ist halt ein Problem. Und das haben wir ja schon öfter mitbekommen, weißt du? Auch sagt sie, dass der letzte Wille von Michael, also sein Testament, gefaked wurden. Er soll in New York vor seinem Tod unterschrieben haben. Obwohl er die ganze Zeit in L.A. war. In seinem letzten Willen hat er seinen ganzen Besitz dem Michael Jackson Family Trust hinterlassen. Und drei Personen wurden als Mitvollstrecker aufgelistet. John Branca, John McClane und Barry Siegel. Ihnen wurde komplette Vollmacht über Michael Jacksons Eigentum gegeben. Wer sind die? Sie hatten das Recht, zu jeder Zeit alles zu verkaufen. Aus nicht bekannten Gründen wollte jedoch Barry Siegel aus dem Vertrag gestrichen werden. LaToya sagt, er wollte, dass sie ihn rausstreichen, weil er gewusst hat, dass der Vertrag gefaked ist. Und er wollte keine Haftstrafe kriegen, falls das alles auffliegt. I truly believe and I know that the will is fake. But yet they put themselves as the executors on this estate.
There was another guy that was in the will, Barry Siegel, but he pleasantly removed himself from it. Why? Ganz komische Geschichte, ne? Would he do that? Because he knew that it was fake and he wasn't going to get involved in the skullduggery. Wie blöd das auch ist, weißt du, so, dass jemand stirbt und dass man nicht wissen kann, wie das passiert ist und dass da ganz komische Leute mit drin stecken und irgendwelche Firmen und Geld und Musikverträge und dies, das, bla. Dass ein Mensch nicht einfach, wenn er verstorben ist, seinen Frieden finden kann, so, weißt du, das ist schon traurig, finde ich. That's why. Auf jeden Fall hatten nun zwei Leute die komplette Vollmacht über Michael Jacksons Eigentum. Sie konnten natürlich nicht direkt alles verkaufen. Aber als ein paar Jahre vergangen sind, haben die bevollmächtigten Personen den Katalog, um den Michael Jackson so gekämpft hat und einigen Quellen nach bis zu 40 Milliarden Dollar wert sein soll, an das Ex-Label von Michael Jackson für 750 Millionen Dollar verkauft. Letztendlich... Also die das im Endeffekt von Anfang an haben wollten, haben sich das dann zurückgeholt. So. Hat Sony... Komisch. Gerechte gekriegt. Zäger. Was denkt ihr über dieses Thema? Ja, nee, ich weiß nicht, Bro. War es ein Sieht danach aus, als ob Sony auf jeden Fall involviert war in diese ganze Geschichte dann auch. Vom Doktor oder war alles geplant? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Wild, Digga, dass die dann am Ende dann doch dass den quasi seinen ganzen Katalog bekommen haben für 750 Millionen, Digi. Danke im Voraus. Crazy, crazy, crazy. Interessantes Ding. Also ich muss sagen, diese zwei Reden, die er gehalten hat und so, die habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört und ich fand die sehr, sehr interessant. So, ihr könnt ja mal eure Gedanken dazu unten in die Kommentare reinschreiben. Rest in peace, Michael Jackson auf jeden Fall. Ja, lasst euch nicht, bleibt euch immer selbst treu, egal mit was ihr dafür bezahlen müsst. So. Also ich bin für echt, also ich bin auch bereit für mich, für das, was ich stehe und für das, was meine Überzeugung ist, alles zu geben, so weißt du. Ich liebe euch, meine lieben Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Gang.